So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Trading Card Game Online Let's Play Parts mit mir, dem Regi. Und heute stelle ich euch ein Deck vor, was auf den kommenden Regionalmeisterschaften bestimmt das ein oder andere Mal gespielt wird, einfach weil es eigentlich ziemlich solide ist und gewissen Leuten wie mir beispielsweise auch Spaß macht, obwohl es ein ziemlich nerviges Deck für den Gegner sein kann. Und das ist ein Deck um Giratina EX. Und das in Kombination mit Giflor. Ja, fangen wir doch einfach mal an mit der wichtigsten Karte im Deck und unserem Hauptangreifer. Und das ist Giratina EX. Ja, was macht denn bitte schön Giratina EX so besonders? Man hört in letzter Zeit ziemlich viel von Giratina EX. Giratina EX hat unter anderem auch den Arena Cup in Würzburg gewonnen. Das bisher einzige Turnier in dieser Saison. Und da vor allen Dingen auch noch im Expanded-Format. Aber Giratina wird dieses Mal in einem Standarddeck gespielt. Und auch hier zeigt Giratina wieder, dass es ziemlich gut ist. Ich meine, die Fähigkeit Rebellpuls verhindert allen Schaden von Angriffen und auch alle Effekte von diesen Angriffen, die diesem Pokémon durch Mega-Entwicklung hinzugefügt werden. Das heißt, Pokémon, die aktuell richtig gut sind, wie beispielsweise Mega Rayquaza EX, Mega Voltenso EX, die können Giratina dank der Fähigkeit einfach keinen Schaden zufügen. Und das ist ziemlich gut, wenn ihr mich fragt. Und das auf einem eigenen Pokémon EX, das ist schon eine sehr besondere Fähigkeit. Und vor allen Dingen der Name Rebellpuls hat doch schon was, oder nicht? Aber all diese Pokémon können Giratina EX keinen Schaden zufügen. Und vor allen Dingen jetzt, wo im Standardformat auch Garvodor nicht mehr im Format ist, hat man eigentlich kaum noch eine Möglichkeit, die Ability zu umgehen. Außer vielleicht auch die neue, aus diesem Set herausgekommene Hexe. Das wäre natürlich eine Karte, die man dann benutzen könnte, um die Ability von Giratina zu umgehen. Aber sonst halt, die Tatsache, dass diese Ability hat, macht diese Karte schon verdammt stark. Dann hat es natürlich auch noch einen ganz guten Angriff, und zwar Wirsalsrad. Ja, Wirsalsrad für eine Pflanzen, eine Psycho und zwei farblose Energien, also vier Energien und alle mit zwei verschiedenen Typen, wie es halt für Drachen-Pokémon so üblich sind, machen wir 100 Schaden. Klingt jetzt natürlich nicht so besonders, aber unser Gegner darf in seiner nächsten Runde keine Pokémon-Ausrüstungskarten spielen. Sprich, kein Muskelband, kein Fokusgurt, was man so oft sieht im Standard jetzt die letzte Zeit. Und keine Spezialenergiekarten, keine doppelfarblosen Energien fallen darunter, keine Stärke-Energien und ganz viel anderes Gedöns, was halt auch noch Spezialenergie ist. Geheimnis-Energie beispielsweise, für Wohingenau-Decks oder was weiß ich, ist nicht mehr. Wenn Giratina einmal angegriffen hat, kann der Gegner in der nächsten Runde nicht mehr die Ability, die Spezialenergiekarten benutzen. Und zu guter Letzt auch noch keine Stadionkarten. Ja, das heißt also, den Stadium War, den gewinnen wir halt sowieso, nachdem wir diesen Angriff angegriffen haben, weil unser Gegner halt kein Stadium droppen kann, falls unser Stadium liegt. Das ist schon ein ziemlich guter Angriff. Und die Angriffskosten, die jetzt so als einziger Nachteil entstehen könnten, man kann das Giratina sogar ganz einfach in zwei Runden aufbauen. Dank einer Doppeldrachenenergie und einer Doppelfarblosenergie oder zwei Doppeldrachenenergien. Und das heißt also, man kann schon ab Turn 2 eigentlich effektiv mit Giratina angreifen. Das macht diese Karte, wie ich finde, schon ziemlich besonders. Ja, aber sie hat auch noch einen richtig krassen Style, was Giratina für mich ganz besonders macht. Vor allen Dingen in der Ursprungsform. Sehr starke und gute Karte, spielen wir viermal in dem Deck. So, da kommen wir einfach mal zu der Vibe-Plume. Ja, hier, Miraplan natürlich, Duflor und Giflor. Was kann ich dazu sagen? Eigentlich nicht viel, außer dass halt Giflor der Main-Player ist. Ja, wenn Giflor nämlich einmal das Feld betritt, darf kein Spieler mehr Itemkarten von seiner Hand spielen. Und aufgrund der Tatsache, dass wir, wenn es hochkommt, nicht mal 10 Itemkarten in diesem Deck spielen, ist uns das eigentlich ziemlich egal. Denn diese Itemkarten benutzen wir halt größtenteils sowieso, um Giflor so früh wie möglich aufs Spiel zu kriegen. Ja. Es gibt nämlich in diesem neuen Set auch den Wald der großen Gewächse. Das heißt also, Pflanzen-Pokémon, die in dieser Runde das Spielfeld betreten, dürfen sich direkt danach nochmal entwickeln. Das heißt, wir können effektiv, wenn wir Miraplan, Duflor und Giflor in einem Zug spielen, Giflor halt Turn 1 schon aufs Feld kriegen, wenn das Stadion liegt. Und unser Gegner kann halt praktisch keine Itemkarten mehr spielen. Vor allen Dingen, wenn wir halt anfangen und ihm dann halt Turn 1 Vibe-Plume geben, also Giflor. Ziemlich gute Karte, und das ist auch ein Reprint einer altbekannten Karte aus der HGSS-Serie. Mit dem Unterschied, dass das alte Giflor 2 Rückzugskosten hat, das hier hat leider 3. Das heißt, man kann es nicht mit einer doppelfarblosen Energie zurückziehen, falls es Lysandert wird. Und ja, das macht es halt ein bisschen schlechter, aber immer noch eine tödliche Kombination mit Giratina zusammen. Dann spielen wir natürlich noch dreimal Shaman EX in den Deck. Ich muss, glaube ich, zu Shaman EX nichts sagen. Decks ohne Shaman EX sind definitiv nicht so gut wie Decks mit Shaman EX. Und wenn ihr noch keine Shaman EX habt, Leute, holt euch Shaman EX. Shaman EX wird es auch nicht als Tinbox geben.
Die Tinboxen für den Herbst sind einmal Hoopa, Lugia und Latios. Keine Ahnung warum Latios, aber anscheinend mögen die Latios. Aber es wird keine Shaymin-Tin geben. Vielleicht frühestens im Frühjahr, aber selbst da würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Von daher, wenn ihr Shaymins holen könnt, holt sie euch so früh wie möglich, denn der Preis für diese Karte, die steigt gerade im wahren Leben und auch im Online-Spiel enorm. Ja, und 3 Stück spielen wir auch in diesem Deck wieder, damit wir auch unser Turn 1 Weiblung so früh wie möglich garantieren können. Zudem spielen wir noch Incognito mit Abschiedsbrief in diesem Deck. Incognito ist einfach auch wieder nur drin, wir können es halt mit Level Ball suchen, also mit dem Level Ball. Und wir können es halt, wenn es auf unserer Bank liegt, auf den Ablagestapel legen, um eine Karte zu ziehen. Das ist ganz gut. Halt auch wieder, um das Turn 1 Weiblum zu bekommen. Ist jetzt aber nach den ganzen locker 100, 200 Spielen, die ich mit dem Deck gemacht habe, mit der Liste, nicht wirklich wichtig, wie ich finde. Also man kann das Incognito auch gerne droppen. Ich finde es aber jetzt ganz gut. Und mit dieser Liste habe ich jetzt auch größtenteils gespielt. Und ich finde die, so wie sie jetzt gerade ist, eigentlich sogar recht solide. Ja, wir kommen dann einfach mal zum Supporter-Teil. Und wir spielen unglaublich viele Supporter, weil wir ja auch dementsprechend weniger Items spielen. Wir spielen zum Beispiel zweimal den Flare-Rüpel. Der Flare-Rüpel ist insbesondere im Mirror-Match überlebenswichtig, denn im Mirror-Match könnt ihr euch vorstellen, das Giratina, das zuerst angreift, hat so ziemlich gewonnen. Also vor allen Dingen hier in einem 1:1 Mirror. Und da ist natürlich so ein Flare-Rüpel richtig gut, wenn wir unseren Gegner dazu zwingen können, vielleicht eine Runde mal nicht angreifen zu können. Warum nicht? Und auch in anderen Decks kann dieser Flare-Rüpel unter dem Item-Lock vor allen Dingen ziemlich gut kommen, beispielsweise gegen Manectric-Decks. Wenn wir anfangen und die halt in der ersten Runde nur eine Energie-Manectric legen können, greifen wir halt in der zweiten Runde an und legen wir davor die Energie weg mit dem Flare-Rüpel. Kann schon mal ziemlich gut kommen, aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass eigentlich Xerosic besser sein könnte. Müsste man aber mal probieren, aber der Flare-Rüpel ist auf jeden Fall wichtig in dem Deck. Dann spielen wir, ich weiß gar nicht wie oft, ich glaube, ja genau, zweimal Shauna. Ja, mich in deine Handkarten, in dein Deck, ziehe anschließend 5 Karten, recht simpel. Braucht man eigentlich in diesem Deck sehr, weil wir sind auch Supporter angewiesen, ne? Weil Itemkarten spielen wir ja nicht, sowieso nicht. Viermal Professor Platan ist halt die neue Professor Eche. Dann spielen wir viermal Professor Birch, also Professor Birchs Beobachten. Und das ist eine Karte, die sehr krass mit Gammeln verbunden ist. Ich meine, wir mischen unsere Handkarten ins Deck, werfen dann eine Münze und bei Kopf ziehen wir 7 Karten, bei Zahl 4 Karten. Das heißt also, entweder wir ziehen 7 Karten, was ziemlich gut ist, das ist ein N mit auf plus 1, oder wir ziehen halt nur für uns ein N auf 4. Und N auf 4 ist eigentlich nicht cool, weil da kann man schon gut und gerne mal dead drawn. Zweimal Center Lady ist natürlich auch in diesem Deck gerne gesehen, weil, ja, wir wollen natürlich, dass unsere Giratinas so lang wie möglich überleben. Und mit der Pokémon Center Dame können wir auch gewisse Kerks erreichen, sodass unser Giratina nicht to it KO'd wird. Und generell ist die Center Lady eigentlich ganz nett. Und kann auch so gegen kleinere Trolldecks wie Regice, das mit Eistrahl benutzt und uns paralysiert, kann das schon mal ganz gut kommen. Ich spiele noch zweimal natürlich Flordelis in dem Deck und dreimal AZ, denn wie gesagt, wir haben ein Problem mit Giflor. Wenn das nämlich einmal vorne ist, mit dem Flordelis beispielsweise, können wir es nicht so leicht zurückziehen. Und da brauchen wir natürlich ein AZ, um das wieder auf die Hand zu nehmen, weil Switch gibt es in dem Deck nicht. Da können wir sowieso nicht spielen, wenn Giflor nicht da ist, draußen ist. Und deswegen sind wir sehr auf AZ angewiesen. Also mit AZ sollte man schon sehr sparsam umgehen. So, dann spielen wir doch noch ein paar Trainerkarten. Wir spielen zweimal Trainerpost, dreimal Levelball und viermal Ultraball. Ja, Trainerpost ist wichtig fürs Setup, damit wir beispielsweise auch früh an unseren Wald der großen Gewächse kommen, um einen Turn 1 Wildblum zu garantieren. Levelball, damit können wir halt unsere Duflors, Miraplas und Incognitos raussuchen. Also auch alles ganz gute Ziele im Early Game. Und der Hyperball ist natürlich sehr wichtig, um beispielsweise Giratina, Giflor oder auch einen Shaymin rauszusuchen, wenn wir aufziehen wollen. Ja, das sind so die Items, die wir spielen. Also ihr seht es, 9 Items ist nicht viel. Das heißt also, wir sind von Irritating Pollen, oder auf Deutsch irritierende Pollen, nicht wirklich betroffen. Und das finde ich gut so, ne? Weil wir sollten unser Deck ja schon so bauen, dass wir uns selber nicht krass behindern. Ja, aber neben dem Wald der großen Gewächse spielen wir noch zweimal das Silentium Labor. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum? Dieses Deck struggelt teilweise echt hart gegen Aegislash, also gegen Durengard. Wird aktuell nicht so oft gespielt, aber wenn wir mal gegen einen Durengard spielen, dann ist Silentium Labor überlebenswichtig. Vor allen Dingen ist Silentium Labor noch ganz gut gegen Wohingenau, denn Wohingenau schaltet mit seiner Ability Giflor aus, weswegen unser Gegner auf einmal wieder, solange Wohingenau vorne liegt, Itemkarten spielen kann. Weil es aber Silentium Labor liegt, schalten wir Wohingenaus Fähigkeit aus. Aber da Silentium Labor nur Basis-Pokémon betrifft, ist Giflors Ability noch an.
Das heißt auch so, in dem wohin genau Matchup ist Silentium Labor sehr, sehr wichtig, falls wir den Item Lock aufrechterhalten wollen. Und da unser Gegner das Silentium Labor sowieso nicht kicken kann, dank Würsalsrad, ja, bleibt das auch auf dem Feld. Finde ich gut. Ja, wie gesagt, Wald der Großen im nächsten Spiel natürlich viermal, einfach weil wir den brauchen, um Turn 1 Waldblumen zu garantieren. Und die Energien in den Decks sind auch recht simpel. Viermal die Doppeldrachenenergie, abgekürzt DDE, solltet ihr euch merken. Und noch die doppelfarblose Energie, auch wieder viermal, abgekürzt DCE, also Double Colorless Energy. Sind so die gängigen Abkürzungen, falls ihr eventuell auch mal ins Competitive Play einsteigen wollt. Ja, Leute, Matchups für dieses Deck. Ich muss gestehen, dieses Deck hat größtenteils eigentlich wirklich nur positive Matchups. Probleme bekommt dieses Deck, wenn der Gegner zu seinem Setup kommt. Das kann passieren, wenn er zum Beispiel anfängt und einen krassen Turn 1 hat und wirklich Itemkarten verbrennt, sein Setup so gestaltet, dass er Versus Seeker, bevor Waldblume aufs Feld kommt, Versus Seeker auf seine Supporter spielt, sodass er halt irgendwie doch noch einen Outs hat. Und ja, generell halt gegen Aegislash ist halt auch so ein Pokémon, oder ich sag's mal, Straight Metal Decks, da habe ich letztens gegen gespielt. So Dialga zerstört das Deck ziemlich hart. Sagst du, das Angriffs Zeitlärm, oder was ist das, Chrono Wind? Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Dialga EX, erster Angriff halt. Er hat mich halt ultra krass zerstört. Ja, wogegen struggelt das Deck noch ziemlich hart? Aegislash ist halt ziemlich nervig. Ansonsten Enhanced Hammer sind eher nervig, also Spezialhammer, falls wir unser Giflor halt nicht aufs Feld kriegen. Ich hatte gestern ein Spiel, ich habe mein Giflor irgendwie kaum aufs Feld bekommen, weil ich eine ziemlich tote Starthand hatte mit drei Doppeldrachenenergien, aber ich hatte einen Giratina vorne. Ich lege also eine Doppeldrachenenergie an und gebe meinen Zug ab. Mein Gegner spielt also Corinna und holt sich dann Enhanced Hammer. Zack, eine Energie weg. Ich lege dann nächste Runde noch eine Doppeldrachenenergie an, mein Gegner wieder Versus Seeker auf Corinna. Und dann auch noch ein Enhanced Hammer. Also Enhanced Hammer ist schon ziemlich nervig, aber deswegen spielt man ja gerade das Giflor. Und ja, das ist schon ganz gut. Also das Mirror Match ist halt auch sehr nervig, sofern man halt keinen Flare Grunt spielt und oder die nicht zum richtigen Moment auf der Hand hat. Und Lugia EX ist auch ein Pokémon, was... Also Lugia und Yveltal EX sind beides Pokémon, die Giratina ziemlich hart zerstören, weil wir haben vier Angriffs-Move, also vier Energien-Move. Das heißt also, unser Gegner hat sozusagen 20, 40, 60, 80 Schaden, die er einfach so nur dank unseres Pokémon draufkriegt. Und ein Yveltal braucht dann beispielsweise ein Muskelband mit 3 Energien, um uns auszunocken. Oder ein Lugia, was braucht ein Muskelband und 4 Energien. Oder einfach 5 Energien, die es halt draufgelegt bekommt. Oder die greifen einfach beide zweimal an, mit Evil Ball bzw. Aero Ball. Ja, das ist halt eine der größten Schwächen von Simdeck, diese beiden Pokémon. Und die kann man auch nicht so leicht besiegen. Aber mein Gott, jedes Deck hat schlechte Matchups und dieses Deck hat aber größtenteils positive. Vor allen Dingen, wenn wir das Giflor Turn 1 rausbekommen mit und anfangen dürfen, dann ist das Deck ziemlich gut und hat gleich am Anfang schon eine höhere Win-Percentage als der Gegner. Weil, ja, wir sind von Itemkarten nicht betroffen, aber gut 80% der Metakarten auf jeden Fall. Und wenn ihr halt ihr Setup nicht hinkriegen könnt, können wir die halt im Early Game gerne überrennen. Ja, das war es eigentlich so zu dem Deck und ich würde mal sagen, wir wollen das Deck auch mal in Action sehen, ne? Das ist doch ganz wichtig für euch. So, da wären wir, Leute, gegen Zsaman N01 und mein Gegner spielt, oh shit, ich sehe schon ein Feendeck. Mein Gegner spielt anscheinend ein Feendeck. Ja, ein Feendeck mit Crushing Hammern und ganz vielen anderen Gedöns. Das ist ziemlich schlecht für uns. Einziger Lichtblick ist, dass wir anfangen dürfen, soweit ich weiß. Und ich ziehe natürlich auch sämtliche Mulligan-Karten, die sind gerne gesehen. Und ne, wir dürfen nicht anfangen. Ups, da habe ich jetzt wohl einen kleinen Fehler gemacht. Aber ich muss gestehen, das ist jetzt gerade auf jeden Fall ein Matchup, was wir nicht gerne sehen wollen. Feendecks nehmen in letzter Zeit verstärkt zu. Einfach weil Giratina diese lästige Feenschwäche hat. Und unser Gegner Pass einfach. Oh. Das ist nicht gut für meinen Gegner. Also ich kann jetzt den Incognito erstmal hinlegen. Sehr gute Karte fürs Setup. Ich habe einen Level Ball gezogen, das heißt, wir kriegen auch unser Mira-Pla aufs Feld. Und dann gucke ich mir mal eben an, wie es mit den Preisen ausschaut. Vor allem mit den Energien. Ich sehe jetzt gerade 2-1, 2-2, 2-4, 3-4. Okay, eine Double Dragon Energy ist priced. Das ist gut zu wissen, vor allem wichtig zu wissen. Wie sieht es aus mit den Giflors? Wir haben, ich glaube, 2 Giflors drin. Also mindestens 2 Giflors drin. Aber wichtig ist halt natürlich erstmal das Mirapla. Also ich droppe jetzt das. Und ich habe jetzt die
Ah, ja. Also ich kann jetzt richtig, richtig gierig sein. Und den Professor Platan spielen. Und ich glaube sogar wirklich, das werde ich machen. Yep, ich werde jetzt gierig sein und einfach den Platan spielen. Einfach weil, ja, ich brauche dieses Turn 1 Vileplume gegen dieses Deck. Und ich brauche eine Energy für Giratina, damit ich gleich direkt anfangen kann anzugreifen. So. Und ich lege jetzt auch Shaman für eine Karte. Eine Karte ist eine Karte. Und das ist sogar die Double Dragon Energy, seht ihr? Und ich werde jetzt den Platan spielen. Das ist zwar greedy, aber ich sehe gerade, es könnte sich auszahlen. So, jetzt gibt es erstmal einen Trailer. Okay. Okay. Ich sehe gerade, das zahlt sich eventuell sogar echt aus. So, Level Ball. Yep. Wir haben unser Turn 1 Vileplume. Das ist richtig gut. Und unser Gegner gibt auf. Seht, ein weiterer Vorteil dieses Decks ist einfach, dass viele Leute online gegen dieses Deck einfach aufgeben, wenn man anfängt und den, oder nicht mal anfängt, aber wenn man halt ein gutes Setup hat. Finde ich jetzt ein bisschen schade, dass er aufgegeben hat, weil ihr jetzt gerade hättet sehen können, wie konstant ich eigentlich mit diesem Deck einen Turn 1 Vileplume rauskriegen kann. Aber ihr habt ungefähr jetzt schon gesehen, wie das Deck ungefähr funktioniert. Man versucht in der Regel halt, oder man muss zwei Sachen im ersten Zug hinkriegen. Turn 1 Vileplume, wobei man das nicht mal in jedem Matchup braucht. Im Mirror Match beispielsweise braucht man das jetzt nicht zwangsweise. Oder gegen andere Vileplume-Decks. Da die sind halt auch darauf ausgerichtet, dass die halt nicht auf Item-Karten basieren. Auf einer Item-Engine. Aber generell versucht man halt in der ersten Runde eine Energie an Giratina zu kriegen. Damit man halt wirklich die Möglichkeit hat, im zweiten Zug anzugreifen. Weil 100 Schaden im Turn 2 ist schon nicht gerade wenig. Und Straight Fairy Deck, Alter, was ist denn da los? Wollt ihr mich jetzt hier komplett verarschen? Wow, Leute, das verstehe ich nicht. Ich habe gestern gegen kein einziges Feen-Deck gespielt und heute spiele ich auf einmal nur gegen diese Decks. Das ist nicht ganz so gut. Okay. Selbes Spiel wieder. Wir haben 1, 3, 3, 3. Ja gut, wir haben 3, 4. So. Eine Double Dragon ist wieder Price. Nicht so gut. Ich versuche aber trotzdem meinen Gegner wieder Turn 1 Vileplume zu geben. Ein Trainerspost hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich muss gestehen, jetzt gerade bin ich in unserer Situation. Ich bin ein Birch. Ich bin gierig und es lohnt sich sogar. Aber ich habe leider meinen Turn 1 Vileplume nicht bekommen. Das ist schade. Aber was ja noch nicht ist, kann ja noch werden. So, das ist jetzt kein gutes Setup für mich gewesen. Da kommt erstmal das unverwissliche. Warte mal, wenn mein Gegner. Alter Verwalter. AZ. Und wenn ich jetzt die Doppeldrachenenergie ziehe, habe ich gewonnen. Die will ich ziehen, schade. Und nicht mal Vileplume, das ist schon bitter. Aber zumindest haben wir das Shaman aus dem Active Spot. Mein Gegner kann jetzt leider seinen Sabayone entwickeln. Und das Ding ist. Ich krieg die Savayone jetzt nicht mal K.O.t. wegen diesem Hardcharm da. Während mein Gegner jetzt erstmal schön sein Setup bauen kann. Crushing Hammer. Jop, okay. Ich weiß nicht, was mein Gegner da spielt. Aber das gefällt mir nicht. So, ich will jetzt dieses Vileplume haben. Und ich krieg auch mein Vileplume, sehr gut. Cognito. Just in case. Das Giratina können wir droppen. Mit einem Ultra Ball. So, ich lege das Vileplume aber noch nicht hin. Deswegen gibt es jetzt erstmal einen Abschiedsbrief. Und das ist auch ganz solide. Ich will auf jeden Fall ein AZ wieder haben für die nächste Runde. So, holen wir uns jetzt erstmal Shaman! Zack. Shaman Setup. Leider ziehe ich nicht den AZ. Aber der Crushing Hammer, der war jetzt schon uncool. Mein Gegner kann jetzt vor allen Dingen die ganze Zeit trotzdem ziehen. Und, Hardshot. Das ist schon ziemlich Anti-Giratina. Das ist schon so ziemlich Anti-Giratina. Ja, mit Flare Grunt und allem drum und dran. Das ist ein Anti-Giratina-Deck. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, warum mein Gegner das spielt. Aber wenn es für ihn klappt, ist doch alles gut. Und jetzt ziehe ich den Asset, aber jetzt ist er halt tot. Das brauche ich nicht. Also, let's go!
Alter, wenn der Flairgrunt spielt, hat er wahrscheinlich auch Xerozik und so drin. Und er zieht halt die ganze Zeit Karten. Yep. Also das ist schon echt hart anti-Giratina. Ich meine, das verliert gegen so ziemlich alles andere im Meta. Aber es gewinnt gegen Giratina. Also warum nicht? Ja, kann ich dagegen noch irgendwas machen? Eigentlich nicht. Mein Gegner hat auch noch das Xerneas. Das heißt, damit kann er Energie aufs Feld legen. Ja, ich kann jetzt noch versuchen, ein bisschen was zu reißen. Aber... ja gut, ich kann jetzt zum Beispiel angreifen. Setup oder nicht? Nee, brauchen wir nicht. Wenn ich das Jabayon jetzt wenigstens K.O. hätte, ja, da hätte ich ein bisschen Hoffnung hätte ich da noch gehabt, aber so. Vor allem, wenn jetzt noch ein Flairgrunt oder so kommt, dann, dann geht auf jeden Fall die Tendenz Richtung aufgeben. Weil geht jetzt wahrscheinlich zurück auf Xerneas. Greift mit Xerneas an. Wobei kann er nicht, weil er hat keine wieder Itemkarten spielen. Ich komme wahrscheinlich die ganzen Crushing Hammer. Wir bekommen die auch. Och du Kacke. Spezialhammer, okay, also. Dieses Game, Leute, das gebe ich auf jeden Fall auf. Stimmt, Hexe ist auch noch ein ganz guter Weg, um aus Weiblung rauszukommen. Aber die braucht man halt auf der Hand. Und die hat man halt meistens nicht. So, ich muss auf die Giratina legen. Ich muss jetzt sogar noch eine weitere Energie discarden. Das ist uncool und... ja, ich habe da keinen Out mehr. Ich habe da echt keinen Out mehr. Das ist so ziemlich anti-Giratina. Dann das Deck verliert halt krass gegen Megavolt. Tenso, aber... ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Sollte ich mir auf jeden Fall merken. Damit kann man bestimmt doch was erreichen. Ist natürlich auch gut, wenn man viel PDCGO spielt. Man lernt auch andere Decks kennen. Halt auch so unkonventionelle Decks wie das hier gerade. Ich meine, man muss jetzt gerade auch mal im Kopf behalten, wir spielen das Standardformat. Aber... es gibt nicht mal ein Metagame, weil es noch keine wichtigen Turniere gab im Standardformat. Das heißt also, eigentlich ist jetzt gerade alles recht offen. Und wir dürfen anfangen, das ist ganz gut. Leider ein Mulligan und das zweite Game... oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Puh, ich habe gerade meinen Gegner Stahl-Pokémon gesehen. Was spielt denn mein Gegner da? Irgendwas mit Durengard? Okay, ich weiß, was mein Gegner spielt. Ich weiß, was mein Gegner spielt. Ja. Ich muss die Schauner spielen, weil ich ungern richtig wichtigen Stuff discarden will. Aber wir ziehen, ich will jetzt nicht sagen perfekt nach, aber wir ziehen sehr gut nach. Das ist echt nicht schlecht. Ich habe zwar meinen Turn 1 Weiblung nicht bekommen, aber was soll's? Das ist ein ziemlich lustiges Deck um Gramokles. Ich mache um Gramokles und die nächste Stufe, ich glaube Duokles heißt die ja. Und mein Gegner spielt jetzt wahrscheinlich noch Ariados in dem Deck. Hier Levelball wahrscheinlich für Weberak. Und eigentlich ist dieses Matchup sogar ziemlich gut für uns. Ne, für Gramokles. Denn ich glaube, dieses Deck basiert auch um ja Doppelfarblos-Synergien. Und wenn wir die unserem Gegner nehmen, dann ist das natürlich ganz gut, ne? Oh. Trainersport, oh, schade. Schade, schade. Da ärgere ich mich jetzt nicht. Natürlich jetzt umso mehr. Kriegt man es für Metal Sound? Ja, gut, dass ich Center Lady spiele für solche Faxen. Ja, jetzt kommt der Kampffahnder. Das heißt, er hat wahrscheinlich jetzt auch einen Supporter für die nächste Runde. Ach, ja, ja, ja. Hätte ich da jetzt mal meinen Turn 1 Weiblung gehabt. Okay, also das... wow, Leute, das ist so eine richtige PTCGO-Hand gewesen gerade. 5 Spezialenergien auf der Hand. Okay. Also ich könnte jetzt meinen Weiblum kriegen. Wenn ich jetzt einen Ultra-Ball jetzt hier... ah, ist jetzt nicht der Fall. Was gönne ich mir denn? Ich würde eigentlich sagen Platan. Ja, noch muss ich mal zu beenden. Ah, nicht gut, nicht gut. Mein Gegner kommt weiter zu seinem Setup. Gramokles hat nämlich Trugschlag drauf, oder? Ja, wirf eine Münze, lege bei Kopf so lange Schadensmarke auf das aktive Pokémon, jetzt kriegt das bis nur noch 10 HP übrig hat. Ja.
Gegen hat derweil Birch gespielt. Okay. Vor allen Dingen die Trickmünzen liegen jetzt auch noch drauf. Und da kommt jetzt schon der Trugschlag-Zahl, aber er hat die Trickmünze, das heißt, er wird wahrscheinlich den Zug wiederholen. Und wieder Zahl. Oh, okay. Das ist natürlich jetzt gut für mich. Und ich kriege jetzt in dieser Runde sogar meinen Wahlplum raus. Das ist sehr gut. So, ich kann jetzt nämlich das Miraflor auf die Hand nehmen, dank AZ. Und ich komme jetzt, wie gesagt, sogar zum Angriff. So, ich denke, ich mache das so. Holen wir jetzt das Giflor. Zack. Und Würsalsrad kriegt den Core auf Duokles. Mein Gegner kann in der nächsten Runde jetzt keine Itemkarten. Mein Gegner kann jetzt eigentlich in der nächsten Runde nur Supporter spielen. Und Basisenergien an seine Pokémon legen. Und vielleicht Pokémon entwickeln, ja klar. Aber sonst darf er jetzt eigentlich gar nichts mehr machen. Ist jetzt natürlich jetzt interessant, ob er das Grammokles überhaupt kriegt. Birch, wenn er jetzt Zahl hat. Ah, schade. Wenn er dieser Birch jetzt Zahl gewesen wäre, das hätte uns jetzt eigentlich schon das Game fast gewonnen. Und da ist das Weberak. Da kommt noch eine Basisenergie und mein Gegner liegt drauf an. Das ist die Verwirrung. Okay, ich brauche jetzt eine Center Lady. Wobei eigentlich nicht. Ich hätte eine Center Lady gebraucht. Oh, das ist so uncool. Das ist jetzt gerade. Ah, shit. Okay, was mache ich? Ich muss jetzt strategisch an die Sache rangehen. Ich schmeiß einfach meine ganze Hand ab. So, da ist die Center Lady. Alright, ich baue mir jetzt einfach noch ein zweites Giratina auf. Für den Fall der Fälle, dass ich es brauche. Und ich werde jetzt einfach angreifen. Zahl, das heißt also, ich greife mich selber an. Verwirrung funktioniert im TCG so, dass man sich halt selber angreift. Ich habe aber halt die Center Lady drauf für den Fall der Fälle. Und ich kann nächste Runde halt wieder mit meinem nächsten Giratina angreifen. Das heißt also, egal was jetzt passiert, es sieht eigentlich ganz gut aus für uns. Weil, solange mein Gegner jetzt kein zweites Grammokles aufs Feld kriegt. Ah, okay, er greift wieder mit Metal Sound an und ich muss gestehen, damit wird unser Gegner jetzt höchstwahrscheinlich aufgeben, weil er hat keinen Attacker mehr und es würde mich nicht wundern, wenn mein Gegner jetzt zusammenschiebt. Ich meine, er kann jetzt noch irgendwie versuchen, was mit Flordelis nach vorne zu holen, aber ja, mein Gegner hat keinen Ort mehr und das, obwohl unser Start nicht mal wirklich gut war. Aber da hat sich gelohnt, Center Lady im Deck zu haben, ne? Für solche Fälle. Und da finde ich es auch ganz nett, dass ich sie im Deck habe, die Center Lady. Naja, Leute, was soll's. Ich sage einfach mal, das war das Giratina Weiblum Deck. Ein Deck, mit dem ihr auf jeden Fall auf den hier Regionals rechnen solltet. Ist zurzeit ungelogen im Standard auch mein Lieblingsdeck. Und ich sage jetzt einfach mal, wenn euch die Episode gefallen hat, ihr wisst Bescheid, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Ne? Würde mich freuen und supporten. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Episode wieder. Und bis dahin, haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig und ciao, euer Rigi.